Herzlich willkommen zum Focus Online Business Talk. Ja, Sie sind in aller Munde Kryptowährungen und das Wort Krypto. Mit denen wollen auch wir uns heute beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass ich Herrn Altmann von der ETC Group bei uns habe. Grüße Sie. Hallo. Herr Altmann, ich habe gerade schon gesagt, Krypto und Kryptowährungen, sie werden immer populärer. Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff? Wie funktionieren sie? Und sollte man wirklich in sie investieren? Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die kryptografische Techniken verwenden. Wozu zum Beispiel, um Transaktionen zu erfassen oder das Erstellen neuer Kryptowährungseinheiten zu kontrollieren oder auch die Übertragung und Verwaltung von Vermögenswerten möglich zu machen. Und diese ganzen Transaktionen, die werden auf der sogenannten Blockchain dokumentiert, ist untrennbar verknüpft mit dem Thema Kryptowährung. Und so eine Blockchain, die muss man sich als Datenbank vorstellen, deren Einträge durch Kryptografie nachträglich unveränderlich sind. Und daher schreibt man neue Einträge, zum Beispiel zu Transaktionen, eben in Blöcken ans Ende immer dazu. Und da kommt der Begriff Blockchain eben auch her. So eine Datenbank, die ist vergleichsweise kompakt, kann von allen Teilnehmern auf dem eigenen Rechner theoretisch sogar, wenn man ein bisschen Systemkenntnisse hat, synchronisiert werden kann auch übers Internet eingesehen werden. Und so entsteht ein dezentrales Netzwerk, das letztlich nur durch den Programmcode des jeweiligen Blockchain-Systems definiert ist. Die bekannteste Blockchain-Währung, das ist sicherlich der Bitcoin, heute von vielen als eine Art digitales Gold, als sichere, dezentrale und von Institutionen unabhängige Alternative gesehen. Aber bekannt ist zum Beispiel auch Ethereum, dessen Währung der Ether ist. Und jetzt ist eben wichtig zu wissen, es handelt sich dabei nicht um die gleiche Blockchain. Bitcoin hat sein eigenes Blockchain-Ökosystem, Ethereum hat sein eigenes und da gibt es noch viele Zehntausende weitere Projekte, die alle solche Blockchain-Ökosysteme mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen anbieten. Allen gemein ist, dass sie auch eine Blockchain-Währung anbieten. Ja, und eine Blockchain-Währung, das ist ein Wert, wo man auch über eine Investition eben nachdenken kann. Vielen Dank. Inwiefern unterscheiden sich denn die Kryptowährungen zu den gewöhnlichen Investitionsmöglichkeiten? Also als äh, gewöhnliche Investitionsmöglichkeiten, da verstehe ich jetzt eher Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder vielleicht auch Gold die kann ich abbilden mit ETFs oder mit Fonds oder kann auch direkt drin investieren eine Anlage in Kryptowährung die unterscheidet sich einerseits eben durch die Wertentwicklung die in den vergangenen Jahren eben meistens unabhängig von den anderen Anlageklassen verlief also Anlageklassen eben Aktien Anleihen Rohstoffe oder eben auch Gold und die dahinterstehenden Vermögenswerte die folgen tatsächlich anderen Gesetzen als eben die klassischen Investments und damit kann ich doch mein Portfolio bereichern. Also ich stelle fest, die Wertentwicklung ist eine ganz andere. Damit habe ich schon mal eine Diversifikation. Und die Wertentwicklung war in der Vergangenheit wirklich auch so gut, dass man sagen kann, so eine Anlageklasse kann auch Spaß als Beimischung zum Portfolio äh, entsprechend machen. Wofür ich mich nicht so gerne einsetze, ist, äh, dass ich sage, Kryptowährung ersetzt das künftige Währungssystem. Das heißt, man sollte dann 100 Prozent seiner Anlagen nur in Kryptowährung halten. Das ist erstmal nicht meine Botschaft hier. Wem gehört die Kryptowährung denn und bin ich irgendwie abgesichert, wenn ich darin investiere? Ja, die meisten Kryptowährungen sind völlig unabhängig von Institutionen oder Personen. Das gilt vor allen Dingen auch für den Bitcoin. Und die folgen tatsächlich den Regeln ihres Programmcodes. Und bei echten dezentralen Kryptowährungen wie halt Bitcoin oder Ethereum, da kann sich sogar jeder mit den erforderlichen Kenntnissen als Teilnehmer oder sogar Entwickler beteiligen. Gibt es keine Zentralbank, die sowas entsprechend steuert? Und die Einträge auf der Blockchain, das ist ja das, was quasi Besitz und Transaktionen dokumentiert, die gehören denjenigen, die den kryptografischen Zugang dazu haben, mit ihrer sogenannten Wallet. Das heißt, in der Wallet, da sind nicht etwa die Coins vorhanden, sondern da ist wirklich nur der Zugang zur Blockchain gespeichert und den eigenen Einträgen auf der Blockchain, verknüpft halt mit der Möglichkeit, dann auch Transaktionen selber vorzunehmen. Also die bedeutenden Blockchains, Stichwort Bitcoin, Ethereum, die waren bislang sicher. Die Probleme, die können entstehen, wenn ich die Zugänge zu meinen Einträgen auf der Blockchain aus der Hand gebe. Also wenn zum Beispiel eine Kryptobörse das Geld der Anleger nicht richtig verwaltet und das ist oft genug vorgekommen, zumal viele Kryptobörsen sich der Bankregulierung eigentlich entzogen haben oder es kann auch passieren, dass ich selber meine Keys und den Zugang entsprechend verliere. Also, wenn ich meinen Zugang und meinen Key zur Blockchain schon aus der Hand gebe, dann sollte man eben auch genau prüfen, wer den Zugang erhält und wo und von wem mein Investment dann verwaltet wird. Herr Altmann, haben Sie denn gewisse Tipps für Einsteiger? Ein einfacher Ansatz, der gar keine großen Prognosen benötigt, ist eine strategische Beimischung zum eigenen Portfolio. Also nicht 100% und auch nicht 30 Prozent, äh, sondern lieber eine kleine Beimischung so zwischen einem und fünf Prozent. Daran sollte man mal denken. Und diese Beimischung, die überprüfe ich auch regelmäßig, wenn sie vielleicht durch einen starken Wertzuwachs stark gewachsen ist oder ich kaufe nach, wenn es mal nicht so toll gelaufen ist. Eine eigene Wallet, die benötigt tatsächlich viel Zeit und technisches Verständnis und das geht auch einfacher und trotzdem sicher. Es gibt nämlich sogar Wertpapiere wie ETCs, die ähnlich wie ETS funktionieren. Und die Wertentwicklung zum Beispiel des Bitcoin wird dann genau abgebildet, weil die Emittenten dieser Wertpapiere den Wert in Kryptowährung tatsächlich auch hinterlegen. Und das professionell bei einem unabhängigen Verwahrer im sogenannten Cold Storage. Also es ist eigentlich eine Profilösung, die es per Börsenhandel auch für private Anlegerinnen und Anleger gibt. Ähnlich wie bei ETFs. Gibt es ähm, spezielle Fehler, die Einsteiger oft machen und wie können diese vermieden werden? Ja, es gibt zwei Fehler, die man mit etwas Disziplin und Wissen ganz einfach vermeiden kann. Und der eine Fehler ist der Versuch, durch Handel und Markttiming viel Geld zu verdienen. Also wer dauerhaft erfolgreich damit sein will, der muss enorm viel Aufwand investieren, sehr niedrige Handelskosten haben und wirklich gut Bescheid wissen. Und selbst dann liegen noch sehr, sehr viele daneben, denn Trends enden meistens schneller als gedacht. Und die Tipps aus sozialen Medien, die halte ich dagegen für wertlos und oftmals sind sie sogar betrügerisch. Ein Prozent Ertrag am Tag. Also wer ein bisschen Prozent rechnen kann, der weiß sofort, dass sowas Quatsch ist. Ich setze mich ein für langfristiges Investieren ohne großartige Prognosen und das funktioniert auch mit Kryptowährungen. Der zweite Fehler ist der Marktzugang, den Anfängerinnen und Anfänger häufig begehen. Und am besten für Beginner ist eigentlich der Zugang mit regulierten Partnern, zum Beispiel eben solchen Exchange Traded Products die wie ETFs funktionieren. Wer trotzdem seiner Kryptobörse vertrauen möchte, der muss genau dahinter sehen. Was steckt dahinter? Wie ist dieser Dienstleister reguliert und sind meine Kryptos da sicher, besonders wenn ich Dienstleistungen in Anspruch nehme, womöglich wie Krypto Lending oder Staking. Vielen Dank Herr Altmann. Ja, ich danke Ihnen für diese wertvollen Informationen. Ihnen danke ich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Alles Gute.